Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei meinem Kanal. Ich heiße Renate. Die liebe Lola ist auf Besuch bei mir und wir haben uns gegenseitig, ich vom Biber, wunderschöne Sachen, also ein Full Face. Ich habe von, wie heißt es? Look by Biber. Look by Biber gekauft. Und ich habe beim DM gekauft. Und zwar habe ich ein komplettes Full Face für die Renate gekauft. Ja. Mit She Style Zone. Das bedeutet, diese Produkte gibt es bei euch in Deutschland nicht. Nein. Und, ja, und deswegen haben wir uns überlegt, also die Renate hat mir was gekauft in Full Face und ich ihr. Ja. Ja, und wie gesagt, wir machen das so wie letztes Mal, die Too Faced Palette. Ich schminke dich auf dein Profil, du auf meinen. Ja. Und ich würde sagen, greif einmal ein Produkt blind raus. Oh. Was ist das? Aha, ein Blush und Highlighter Musik. Ja. Hm? So. Sehr schön. Ja. Der hat gekostet 3,75 Euro. So, jetzt tue ich mal meines raus. Und so. Jetzt darfst du blind rein. Simsalabim. Oh, auch ein Blush, ein Beckett Blush. Ja. Ein wunderschöner Blush. Der hat gekostet. Na, der ist nicht zu finden. Da. Ja, Mascara. 3,95 Euro. Ja, hat er gekostet. Wunderschön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen jetzt, ich drücke jetzt auf Pause und wie wir sagen, wir fangen an mit der Renate und dann gibt es den zweiten Teil auf meinem Kanal. Ja, bis gleich. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir waren gerade bei Renate. Renate hat ein wunderschönes Full Face von mir bekommen, von der Marke She Style Zone. Die gibt es ja bei euch in Deutschland nicht. Und heute hat mir die Renate ein riesengroßes Paket mit ganz vielen super tollen neuen Produkten. Die kenne ich auch gar nicht. Also einiges an neu, gell? Das gehört auch dazu, gell? Also oh, das machst du eh schon oben. Genau, ich habe das jetzt oben, weil ich vergessen habe, auf Timewatch zu drücken. Das bedeutet, ich habe das Make-up jetzt mal getestet. Die Farbe ist schön. Also ich stelle mir das gut vor, wenn man jetzt ein bisschen noch Blush drauf gibt und so. Also, und es haltet auch sehr schön. Es macht einen schönen Glanz. Ort macht es. Ja, Mega Stay 20 Hours Foundation. Und was hat das gekostet? Ui, der Zettel ist lang. Schauen wir mal, was hat das gekostet? Weil die Produkte von Biber sind nicht mehr so günstig, was sie mal früher waren. Ich zeige euch einmal, was die Renate mir alles geholt hat. Oh, wow. Look Multishade Bronzing Puder. Das schaut aber richtig gut aus. Und da kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das Ganze dann jetzt dann mit dem Bronzing Puder ein bisschen dann Farbe auch gibt im Gesicht. Der ist wunderschön. Der ist wunderschön. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und das Make-up hat 5,95 Euro gekostet. Ganz schön viel. Dann ein Blush Beckett, auch sehr schön. Ja, wunderschön. Wunderschön. Du hast zu viel gekauft, der Wahnsinn. Dann eine Mascara, die erkenne ich auch nicht. Die sehe ich jetzt ich das glaub, erste Mal. Bei Look hat ganz viele neue Produkte dort gehabt. Aha, es war alles voll. Nur bei Essence hat gefehlt und Catrice hat auch schon nachgeliefert. Und das ist wahrscheinlich auch was Neues, gell? Ja, ist auch neu. Also das ist von der Limited Edition. Ja. Auch wunderschön. Braun. Schöne Sachen, wirklich. Ja, da bin ich gespannt. Dann hat sie mir mitgenommen einmal ein Blush in Cremeform. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Und Augenbrauenstift. Was Nein, ist das? Ein Kajalstift. Ein Lip-Liner, weil sie gesagt hat, sie soll einmal einen Lip-Liner testen. Naja. Ja, natürlich. Und das ist ein Kajal. Und den könntest du eventuell für die Augenbrauen auch verwenden. Aber das ist sehr schwarz. Ja, ich habe leider Ich habe aber einen mitgenommen. Du hast ja, und einen Lippenstift. Der gehört zusammen mit diesem Lippenstift. Lip Cream. Ich werde euch die Produkte alle in der Infobox natürlich verlinken, falls ihr die nachkaufen wollt. Und einen Matting Kompaktpuder mit Finish. Das ist dann zum Schluss, zum Abpudern. Gut. Dann kannst du jetzt gleich drauf tun. Jetzt gleich? Ja. Okay. So. Rundherum, nicht so. Das fürs ganze Gesicht. Ja, super. So? Oh ja, das schaut gut aus. Mhm. Und da kriegst du gleich ein bisschen Farbe ins Gesicht. Mhm. Nicht so braun, wie ich bin. Aber das hängt wegen meiner Krankheit zusammen.
Ach so, okay. Ja, viele wissen das nicht und glauben wahrscheinlich, du gehst in Solarium oder so, ne? Für das habe ich kein Geld. Das wäre aber auch einmal ein interessantes Thema. Ja. Würde mich zum Beispiel interessieren auch. Mhm. Schaut gleich anders aus. Ja, super schaut es aus. Mhm. Auch in Hals ein bisschen mit. In mein Hals mit Make-up. Hier runter den Rand. Ja. Super. Gut. Ja, schön. So, ich mache jetzt dabei die Augenbrauen mit meinen ganz normalen Essence Super Last 20 Hour. Den habe ich euch letztes Mal gezeigt. Und ja, du könntest das mal dann aufmachen, dass man vielleicht dann, dass mich vielleicht mit denen schminkst, wie du es vorgestellt hast. Ja. So, der ist so toll, Leute, von Essence. Super, der ist jetzt auch abgebrochen. Toll. Nicht zu fest andrücken. Ja, irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, dass ich wirklich zu fest bin. Ja. Aber letztes Mal haben wir auch so Kommentare gehabt, dass Benefit der Augenbrauenstift abgebrochen ist. Mhm. Bei manchen ist das passiert, bei manchen sagen, es sollte nicht sein. Vielleicht ist der Stift mir irgendwann mal runtergefallen, was ich aber jetzt nicht wüsste. Aber das wäre wirklich mal interessant zu wissen, woran das liegt, weil Benefit kostet 23 Euro und da ist mir der Stift 3 oder 4 Mal abgebrochen. Das hat mir dann so leid getan. Dann zahlt man etwas, einmal einen teuren Stift und dann sowas. Ja, schaut schön aus, sehr schön. Der ist so toll, mit dem kann man wirklich nichts falsch machen. Man muss da gleich ein Backup kaufen. Der ist so schön und die Farbe auch dazu, also das ist wirklich, fällt mir richtig gut. So, gut. Dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Fangen wir mal an. Der ist ganz neu. Mhm. Alles ist neu. Also das auch, das ist oben gewesen. Eine Limited Edition. Mhm. Ein Wunder, dass Pippa Limited Edition hat. Normalerweise stehen die Paletten schon seit 5 Jahren dort. Augen zu. Und das ärgert mich auch immer sehr, dass bei Pippa immer dieselben Paletten sind. Schon seit jahrelang sind dieselben Paletten dort. Oh, das ist schön. Wie wir lieber ein Jahr, wenn es so hier. Da haben wir einen kleinen Flickel. Schön, gell? Ja, ist wirklich schön, ja. Und auch nicht so viel, weil wir wollen ja noch zum Hofer gehen. Mhm. Na, die Wimperndusche, bin ich gespannt. Die habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, schaut gut aus, die Farbe. Schaut einmal die Pigmentierung von denen. Von der? Wow. Und den hier. Mhm. Wow. Schaut gut aus. Ja. Kriegst du jetzt aufs Auge, glaube ich. So, schau her. Da. Mhm. Wow. Schaut schön aus, ja. Mhm. Okay. So, ich gehe mal noch die Wimperndusche rauf. Das ist, ich glaube, das ist auch eine neue Push Your Volumen. Kajal. Mhm. Kajal soll ich auch raufgeben? Sicher. Na gut. Aber unterhalb nicht in die Wasserlinie, weil das angeblich für die Augen gar nicht gesund ist. Also du meinst unten? Ja, so in die, was denn? Wie du, okay. Beim Wimpern. Da? Ja, beim Wimpernkranz, ja. Ganz hintere. Wow, nur bis zur Hälfte, gell? Weil das macht das Auge größer. Oh, schön, nicht viel. Passt schon. Aber wie das schon cremig ist. Ja, ja. Wimperndusch, bitte, du das selber. Du hast mir super schöne Produkte rausgesucht, die hätte ich mir selbst wirklich nicht rausgesucht. Und die Bürste, die Bürste ist ein Traum. Interessant, wirklich. Mhm. Nehme ich mir den Spiegel. Boah,
Der macht deine Wimpern schön. Boah, das schaut aus wie falsche Lashes, gleich. Ja. Was hat die gekostet? Nicht viel. Die Mascara hat 4,95 € gekostet. Die ist aber besser als Maybelline und L'Oreal, das sage ich dir auch. Ja, man sieht sofort. Wow. Haben wir deine auch getestet von Shi? Ja, natürlich. Ist auch schön. Und wie ist die Bürste von Shi? Ja, schön. Sehr schön. Kannst du mal zeigen? Die Bürste? Okay, die ist da hinten. Mhm, zeig mal. Das wird mich interessieren. Entschuldigung. Weil ich habe diese Bürste. Wo seid ihr denn? Da. Weil ich habe so eine Bürste noch nie gehabt. Das ist so wie Gummi. Das ist ja super. Die schaut voll gut. Ich hätte die nicht gekauft. Die Optik von der. Ja. Schau mal, wie schön die ist. Also ich hätte die zum Beispiel nicht gekauft. Schaut mal, das ist so schön, der Farbverlauf. Aber oft ist es so, wenn man etwas nicht gekauft hätte, sind die meistens die schönsten Produkte. So, was muss ich jetzt noch raufgeben? Den Creme Blush. Ja, probier mal. Da gebe ich probiere mal mit ganz wenig. Ja, natürlich. Den tust du da so rauf. Fast zu weit. Macht ein bisschen zu viel. Oh je. Da gehört der Highlighter auf, normalerweise. Ja. So. Oh je, ist ein bisschen, aber ist egal. Schieben wir aber ein bisschen, tun so runter. Wir werden das schon ein bisschen machen. Ja. Vielleicht kann ich das ein bisschen mit Kompaktpuder. Aber es schaut jetzt gut aus. Oh ja, ja. Gar nicht so schlecht. Ich hätte weiter unten gehen sollen, aber okay, aber schaut, das schaut schön aus. Ja, das passt doch gut. Mhm. Creme Blush ist so und so jetzt ganz aktuell. Ja, wow, die Augen. Ein bisschen Highlighter, oder? Hast du Bürste? Ja, und da. Die Nase vergiss nicht. Oh, das. Ui, das ist schön. Na, nur die Spitzen. Naja, aber das ist braun, da habe ich Angst, dass ich keinen braunen Fleck habe. Weißt du? Der hast du nicht. Das brauchst du ja nicht tun. Den könnte ich raufgeben, ja. Ein bisschen auf die Nase. Den könnte man auf die Nase. Bei den habe ich ein bisschen Angst, weil das so braun ist. Aber der, aber ist, der schön. Ist schön, ja. Den traue ich mich. Du brauchst nur ein bisschen. Fertig. Mit mehr. Wow. Gar nicht mehr zum Kennen, die Lola. Und jetzt bin ich gespannt auf den Lip Liner. Ui, der ist ein bisschen hart. Der tut ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Ui, nicht das gut. Das ist so hart, kennen Sie das? Ui, schau, der malt gar nichts. Warte mal, dann schauen wir, ob wir da was drin haben. Haben wir einen Lip Liner für dich? Schau mal, wie der geht. Aber wow, das ist wirklich einmal was anderes ausgesucht. Der geht. Das ist ein cremiger. Wow, wie du gleich ausschaust mit einem du bist. Jö. Nicht, dass mich der Nachbar gleich fragt, um auf einen Kaffee gehen. Ja. Ist der Nachbar vergeben? Ja, er heiratet in August. Hoppala. Boah, also ich glaube, der Spiegel fällt runter. Na, was will die Renate erreichen? Sechs Bombe. Wow, der passt dahin. Wenn mich YouTube jetzt schneidet, dann bist du schuld, gell? Entschuldigung. Vielleicht hört das nicht bei uns. Wir sind ja nicht so weite YouTuber, dass er alles mithört. Ich hoffe es. Ja. Wow. Fisch. Wow. Wirklich fisch. Das Make-up und der Puder hat sehr viel bewirkt. Ja, das war ein bisschen zu hell, glaube ich. Aber dafür ist der Puder perfekt zum Abpudern. Und also wenn ich jetzt ein bisschen fortgehen würde, dann hätte ich den ein bisschen noch mehr. Nur ja, bisschen, natürlich. Aber das ist super. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass Look by Pippa auch, die haben sich verbessert, habe ich das Gefühl, gell? Gute Qualität, finde ich. Und wenn man wirklich wenig Geld hat oder mal ausprobieren möchte. Österreichische Produkte oder erst anfängt zum Schminken, sind solche Produkte ideal für sowas. Ja. Weil die kosten, ich meine, ein paar Euro ist auch
ein paar Euro, aber besser sage ich eine Tasche der Luna oder was? Ja, natürlich. Ich habe auch 25, 30 Euro für diese Dinge jetzt bezahlt, aber trotzdem. Besser so als besser als wie ein, ja, richtig. Das gleich fetzt und dann denkt man sich um. Ja, ja. Und das habe ich der Renate gekauft, diese Palette. Und ich finde das Grün schaut bei ihr sehr gut aus, dieses der Strich. Ich wollte aber nicht so intensiv machen, weil wir gehen ja noch einkaufen. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin von Look by Pippa wirklich sehr begeistert, die Qualität. Spitze. Was sagst du zum Skistyle? Mir gefällt der auch sehr gut, dieser Mosaik. Gell? Schaut auch sehr schön aus. Schön, wirklich. Mhm. Schaut besser aus als in der Kamera. Der hat hier auch so ein bisschen kleine Glitzerpartien. Können Sie das sehen? Ja, schön ist er, wirklich. Also, na, ich bin mit meinen zufrieden und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ausschaut. Mhm. Die Nada hat immer gesagt, die soll immer braun mehr nehmen. Braun und Weinrot und solche Farben. Die zu ihren braunen Augen stehen das fantastisch, wirklich. Schaut euch einmal an, so eine fesche Frau, wirklich. Na danke, du bist auch eine fesche Frau. Ja, danke, aber trotzdem, so muss die schminken. So muss ich mich schminken. Gut, ich bemühe mich. Und die Haare rauf, also... Mhm. Hoppala. Wirklich, also fesch. Ja, ihr Lieben. Die Haare so wild drauf, also wirklich nicht so wild. Vielleicht ein bisschen tupieren und so, ja. Ja, weil man durch, muss nicht tupieren. Aber durch den Haarausfall habe ich hier auch ein paar, ja, so kleine Lückeln halt. Aber ja, aber trotzdem. Es wird wieder. Es wird wieder, ich weiß es, ja. Und sonst kaufen wir da Perücken. Ich hätte sogar eine daheim. Wirklich? Zwei. Eine blonde und eine braune. Ja, da würde ich gerne mal probieren. Ja. Ja, ihr Lieben, wenn ihr wollt, dass wir die Perücken nächstes Mal probieren mit deinem Look, dann schreibt es gerne in den Kommentaren Perücken. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ja. Schaut gerne bei der Renate vorbei, weil ich habe sie geschminkt nur mit She-Style-Produkte. Und sie hat mich geschmiert mit Look by Pippa. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unsere Kanäle, lasst einen lieben Kommentar da, da würde man sich freuen. Und wir haben auch einiges schon vor für euch, auch Verlosungen und ein paar Special. Aber das verraten wir euch nicht jetzt, sondern im nächsten Video. Erst beim nächsten Video gibt es das. Und bleibt seid gesund. Seid gespannt. Gesund bleiben, das immer. Ist das Wichtigste. Mhm. Oder zufrieden. Mhm. Und ich sage immer, wir sehen uns in meinem nächsten Video, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, eure Lola. Bussi. Tschüss, Baba. Eure Renate. Bis zum nächsten Mal.